Katrin Zettel geht es seit Herbst 2012 wieder aufwärts. Die Niederösterreicherin hat nach den schwierigen Phasen längst wieder den Durchblick. Ich bin ruhiger geworden, gelassener. Mich hat sehr, sehr viel geprägt. Ich habe wunderschöne, lässige Zeiten erlebt, erfolgreiche Zeiten und aber auch harte, mit Schmerzen verbundene Zeiten. Und viel Kampfgeist gezeigt in den letzten Jahren, habe nicht aufgegeben. Und das Schöne ist, dass ich es wieder geschafft habe, zurückzukommen an die Weltspitze. Es kann mich schwer jetzt was erschüttern. Ich habe schon eben fast alles gesehen und in Situationen, die was auf mich zukommen, kann ich sicher besser reagieren. Privat läuft auch alles bestens. Der Rallye-Pilot und ehemalige Langläufer Kurt Gaubinger gibt ihr den nötigen Halt. Was ausmacht, ist sicher sehr großes Verständnis gegenüber den anderen. Also beide haben ja Erfahrungen in ihren Bereichen, gerade im Langlaufbereich, im Skisport, wo einiges an Gemeinsamkeiten da sind. Und das macht es natürlich auch in der Beziehung leichter. Spitzensport ist auf alle Fälle auch wichtig. Man merkt, dass die Person auch sehr aufgewühlt ist, auch durch vielleicht eine schlechte Platzierung, dass man dann sie auch wieder mal zurückoberholt und wieder neuen Mut zuspricht. Das ist im Spitzensport ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube auch, dass der Kurt da auch der Grund ist dafür, dass ich jetzt so bin, wie ich bin und dass ich mich sehr wohl fühle. Ausgeglichen und schnell, auch im Rallyewagen? Für die erste Fahrt ganz okay, also ausbaufähig. Also man hat irrsinnig viel PS und dann hintern und ja, fliegt da durch die Lüfte auch teilweise, also ist ganz anders Feeling. Ob Schotterstraßen oder Schotterwege, Hauptsache sie ist in der Natur unterwegs. In der frischen Luft, in der freien Natur. Das ist einfach wunderschön und das lässt mich abschalten und da beziehe ich neue Kraft raus. Mhm.